Für mich ist es eigentlich der Akt an sich, dass man sich selber optimiert, immer an die Grenze geht und dann wirklich bei den Großevents alles reinlegt und dann schaut, was rauskommt. So ein großes Privileg bei der Heimweltmeisterschaft gewinnen zu können. Und das macht mich schon auch stolz, dass ich das geschafft habe. Ja, meinen erster Großschanzensprung habe ich auf dieser Schanze hier gemacht, also auf der Tourneeschanze von Oberstdorf. Da waren wir 14 und ich weiß noch, da haben wir einen ziemlich guten Sommer gehabt, gut trainiert gehabt und dann war das Wetter sehr stabil und dann hat der Trainer gesagt, so, wenn ihr wollt, könnt ihr mal auf die Große und das haben wir dann eigentlich auch alle in Anspruch genommen. Ja, also angefangen habe ich auf der ganz kleinen hier in der Mitte. Das rote Schild ist 20 Meter. Das habe ich bei den ersten Sprüngen noch nicht erreicht. Ich weiß, ich bin beim ersten Wettkampf 2x7 Meter gesprungen. Aber auf diesen drei Schanzen habe ich eigentlich den Großteil meiner Kindheit und Jugend verbracht und unglaublich viele Sprünge drauf gesammelt. Bei der Vierschanzentournee ist im ersten Moment, wo man die ersten Male dabei war, fand man es einfach cool. Dieses Event, die Sprünge, die Stimmung hat einfach mega Spaß gemacht zum Zuschauen. Aber dass man selber da mal wirklich hin will oder hinkommen könnte, das hat sich eigentlich erst so über die Jahre entwickelt, wo ich dann selber gesprungen bin. Dann war natürlich die Begeisterung noch größer und da hat man sich schon vorgestellt, hier möchte ich eigentlich auch mal springen. Aber das ist dann so Jahr für Jahr immer ein bisschen konkreter und ernster geworden. Ja, also die schönsten Momente hier in dem Stadion oder auf der Schanze sind auf jeden Fall der Sieg zum Auftaktspringen von der Tournee. Aber mir ist auch der zweite Platz, wo ich hier mal geworden bin, extrem im Kopf geblieben, weil da war volles Haus. Es war auch das erste Mal, dass ich so einen richtig, richtig guten Wettkampf hier hinkriegt habe. So ein großes Privileg bei der Heimweltmeisterschaft gewinnen zu können. Und das macht mich schon auch stolz, dass ich das geschafft habe, weil man wartet ewig, dass mal eine Heim-WM ist und dann muss man wirklich genau in diesen zwei Wochen in Topform sein. Das ist mir gelungen, weil man wird diese Chance nur einmal haben. Eigentlich habe ich schon ziemlich viel erreicht auf dieser Schanze, aber ich möchte eigentlich jeden Wettkampf, den ich dort bestreite, mit voller Intensität und voller Leidenschaft machen und natürlich im Idealfall auch mit dem optimalen Ergebnis. Jeden Samstag haben wir in der Zimmerei mitgeholfen. Man hat natürlich als Kind vielleicht andere Vorstellungen für den Samstag, da würde man gerne spielen gehen oder sonstiges machen, aber ich habe unglaublich von der Zeit profitiert und möchte sie wirklich nicht missen. Und die Verbindung zum Handwerk und zur Zimmerei im Speziellen ist von Kindheit geprägt worden und immer noch da. Wenn ich da irgendwie einen Teil dazu beitragen kann, um das voranzutreiben oder zu unterstützen, dann möchte ich das gerne machen. Ich selber bin jetzt 30, habe jetzt auch in meinem Beruf eine bisschen andere Richtung eingeschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch im Handwerk landen werde, aber es ist auf jeden Fall die Verbindung von Kindesalter immer schon da gewesen. Und auch jetzt, wenn ich mal was selber machen kann, dann gehe ich auch gerne in die Werkstatt und mache das selber. Und es ist was Schönes, es ist was Tolles. Und ich hoffe auch, dass es da einfach die Zukunft weiterhin eine gute Möglichkeit bietet für diese Sparte. Fissmann baut Heizungen, baut sie aber nicht ein. Das heißt, sie brauchen auch die Handwerker dazu. Ich mit meinem Studium und mit meinem Handwerk, sage ich jetzt mal, als Background, kann da, glaube ich, ganz gut als,
als Zwischenüberbrücker, weil jeder ist von jedem abhängig. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dass das einem bewusst wird und dass man das dann auch wieder zu schätzen weiß. Es ist schön, dass man unterwegs ist, aber ich komme extrem gerne auch wieder nach Hause. Und die Zeit zu Hause ist dann kostbar, die ist auch kurz, aber ich versuche sie in besten Zügen zu genießen und natürlich auch, wenn ich halt in der Woche ein oder zwei Tage die Woche da bin, versuche ich halt dann auch die Zeit mit der Familie zu nutzen. Ich genieße die Natur extrem, es macht mir unglaublich viel Freude und ich fahre auch runter. Die Ziele für nächstes Jahr, das ist immer so ein bisschen schwierig im Vorfeld zu beantworten, aber mein Ziel ist auf jeden Fall, mein Sprungniveau wieder von der Basis her anzuheben, weil letztes Jahr war ein schwieriges Jahr, aber bei den wichtigen Sachen war ich eigentlich doch immer noch präsent. Mein Ziel ist es aber für nächstes Jahr eigentlich, dass die Grundkonstanz wieder höher wird, damit die Ausreißer nach vorne nicht so schwer und nicht so selten passieren. Die Faszination vom Fliegen, vom Sport an sich jeden Tag wieder über die eigene Grenze zu gehen. Für mich ist es eigentlich der Akt an sich, dass man sich selber optimiert, immer an die Grenze geht und dann wirklich bei den Großevents alles reinlegt und dann schaut, was rauskommt.